sagen, die Gutachter des Sachverständigenrats für Umweltfragen Ende 2014. Ist es möglich, ohne irgendeinen einzigen Leitungsbau in Deutschland aus der Atomenergie auszusteigen? Allein wenn man zugrunde legt die jetzt im Zubau befindlichen, endgültig realisierten Kraftwerksprojekte, ohne noch einzurechnen das, was in der Zwischenzeit an erneuerbare Energie dazukommt, und ohne eine einzige Maßnahme ergriffen zu haben, die wir für die Zentrale halten, die aber im Bereich der verantwortlichen Politik verbal einen hohen Stellenwert hat, aber in Wirklichkeit realiter nicht vorkommt, nämlich die Verringerung der Stromverbräuche, meine Damen und Herren. Das ist der erste zentrale Schritt. Es kann doch nicht sein, dass wir für den hirnrissigen Standby-Betrieb der elektrischen Geräte die Leistung von zwei AKWs jeden Tag in Deutschland beanspruchen. Meine Damen und Herren, wir nehmen ein gewaltiges Risiko für tausende von Generationen auf uns, nur weil wir zu faul sind, zu träge, drei Schritte zu tun, um einen Schalter zu betätigen, und sausen dann aber in das Dickmann-Studio um die Runde.